Hey Leute, willkommen zurück in dieser malerischen Landschaft. Ich habe mir jetzt eine halbe Stunde lang die Karte angesehen und bin zum Schluss gekommen, dass ich glaube, dass hier unten dieser Platz auf der Karte ist, hier von Henrietta. Hier ansehen. Genau, hier, ihr seht, das ist dieser Croissant, dieser See. Würde ich sagen, das passt doch ziemlich gut mit dem hier. Und dann ist es vermutlich irgendwo hier. Aber das ist mir jetzt etwas zu weit. Da gehen wir erst. Da konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Können wir schnell reisen? Ja, können wir. Machen wir das doch. Damit wir auch nicht hin und her reisen. Wie schön, Eichen. Sie zu sehen. Oh. Hier gibt's einen Türsteher, den habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Wartet. Mit dem nehmen wir es doch auf. Das ist doch kein Problem. Es wäre doch gelacht. Also, mein Großer. Du gegen mich. Ey. Wirf dem Troll die Keule ins Gesicht. Bombarda! Ja, das ist auch fies. Der macht ordentlich Böses. Und wird hier von Bombarda getroffen. Okay, gut. Du hast mich getroffen, ich habe dich getroffen, wir sind quitt. Bombarda! Kopfring! Befindung! Okay. Komm her. Zack. Okay, sehr schön. Okay, du bist wieder dran. Komm her, mein Großer. Das war nichts. Und leg dich hin. Yes. Gibt's hier hinten noch was? Will sonst noch jemand etwas von mir? Was ist hier? Wisst ihr, das ist unglaublich. Ich kann zu dem Punkt schnell reisen. Und trotzdem lasse ich mich ablenken. Es ist unglaublich. Und wisst ihr was? Es tut mir nicht mal leid. Ich sag euch, wie es ist. Ha! Es tut mir nicht mal leid. Okay. Phönix Berghöhle. Das klingt dramatisch. Betreten. Natürlich, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Okay, wir ordnen das hier wieder. Wir bringen uns wieder. Oh, wartet. Eine Blockade. Eine Blockade, warte doch. Warte, bevor du mir das erklärst. Was haben wir hier? Das macht wenig Sinn. Das passt. Und hier hätte ich gerne wieder. Okay. Gut, ich bin bereit. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Wo seid ihr denn, meine lieben Wilderer? Ihr gegen mich. Ihr gegen mich. Ich werde den Phönix nicht im Stich lassen. Parkour. Konfrigo. Was finden wir denn hier? Eine Schaufel. Könnte der Phönix da drin sein? Ich will noch nicht den richtigen Weg finden. Shit. Ich komme hier nicht hoch, okay. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Nein, such weiter. Hast gesehen, wie viel eine einzelne Feder einbringt. Ja, habe ich. Friere ein wilderer Pirscher ein, während er seinen Angriff vorbereitet. Das war's. Ich hoffe doch, du tust nichts Unverzeihliches. Nichts Unverzeihliches, das kann ich natürlich. Soll ich beeindruckt sein, dass du ein Faktor besiegt hast? Das wär's. Bin ich nicht. Dein Arsch.
Okay, jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Sollte ich das? Protego! Was war das? Ich sollte doch fliehen. Nein! Ja, warum denn nein? Ich sollte doch einfach fliehen, mein Freund. Das ist doch ein Griff. Du schienst wirklich, du schienst gewappnet zu sein, mein Freund. Doch hast du versagt. Kläglich versagt, möchte ich meinen. Okay, wobei es scheint... Ach, soll ich jetzt trotzdem erst... Wollen wir unten beginnen? Komm, wir beginnen jetzt doch unten. Ach, ich kann mich mal wieder nicht entscheiden hier. Okay. Gott sei Dank weiß ich noch, wo es war, denn sonst wäre ja eine Schande gewesen. Warum sollte ein Phönix sich hier unten verkriechen? Bei den Spinnen? Oh shit. Confringo! Oh hi. Legioso, descendo! Gut gesprochen, mein Freund. Gut gesprochen. Ja, schien so, als wär's das, richtig? Also kein Phönix hier unten und ansonsten wurde er gefressen. Woher kommen denn all die toten Spinnen? Wer ist dafür verantwortlich? Die giftige Spinne, die ich jetzt gerade getötet habe? Nicht. Nee. Also gut. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn er schon hier... Also wenn er hier unten gewesen wäre, das hätte ja gar keinen Sinn gemacht hier. Das hätte ja keinen Sinn gemacht. Na gut. Wir haben minimal Zeit verloren. Kommt schon. Das ist doch nur halb so schlimm. Wenn man bedenkt, was ich ansonsten schon an Zeit verballert habe. Ah, es ist ja... Confringo! Oh, shit. Bombarda! Confringo! Gut. Was haben wir hier? Die blutrote Maske. Na klar, typisch. Ich fand, die sah gut aus. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Vor dem letzten Part. Und natürlich finde ich sie jetzt. Ach, das Spiel ist doch... Ach, das ist doch Mobbing hier. Das ist doch Mobbing. Wartet, kann ich hier rüberspringen? Bringt mir das was? Mehr Wilderer? Ja, mehr. Wie viele denn noch? Zwei. Und auf ins Getümmel. Zwinge einen Animagus zurück in seine menschliche Gestalt. Ich lasse dich in die Spaß und die Gegend schleudern. Bombarda, komm, bring du. Jetzt reicht's lang. Expelliarmus, Gefinde. Was muss ich machen? Wie zwinge ich dich zurück? Du sollst schwingen. Was soll das? Ich finde es so in Flammen. Defender. Oh shit. Ah, okay, nicht so. Na gut. Tja, dann haben wir eben verkackt. Das darf auch mal sein. Also gut. Wer wollte was? Dafür wirst du büßen. Merkst du, dass du alleine bist, mein Teure? Also, ich zeig dir, wie Leviose funktioniert. Erhebe dich! Torschlüssel. Na danke. Na danke dafür. Weiß noch nicht, wozu ich... Ah, da ist da vorne. Dazu brauche ich ihn. Wollte ich mich schon wieder beschweren hier. Also, nicht beschweren, aber... Versteht. Einen Mega-Power-Trank. Okay. Hallo? Hallo? Der Phönix! Oh! Hi!
mein Schöner. Möchtest du mit mir mitkommen? Oh, du bist groß. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Er hätte auch einfach bei mir bleiben können oder hat ein Nest. Ich kann leider nicht fliegen, mein Freund. Könntest du? Danke. Was war das? Oh, hi. Also, du hast alleine keine Chance. Ich wäre gar nicht hier lang gekommen. Okay, ich dachte, ich sei jetzt mega smart, indem ich hier diesen Weg gehe. Ah, na gut. Du hattest nicht gerade viel Gold dabei, mein Freund. Auf Stufe 3, typisch! Gott. Ich hoffe, das sind jeweils nur Abkürzungen. Und nicht jetzt sehr interessante oder gute Orte mit Dingen, die wir sammeln könnten. Na gut. Da ist er wieder. Wo? Ich sehe ihn nicht. Shit. Oder wärst du hier gewesen, mein Freund? Naja. Okay. Gut. Wir gehen davon aus, Pax hat ihn gesehen. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Jetzt könnten wir hier natürlich runterspringen. Richtig? Warum sollten wir so etwas tun? Weil der beste Schatz hier unten auf uns wartet? Ja, wahrscheinlich. Aber sobald ich nach unten gehe, wird nichts da sein. Ah, wartet, da gibt's eine Leiter. Na, wenn's eine Leiter gibt. Oh, halte dich gut fest. Nee, halte dich doch fest hier. Ja, danke. Kannst du nicht so runterrutschen, wie das die Charaktere in anderen Spielen machen können? Weißt du, so an der Seite halten und dann blutig gesagt. Ja, klasse. Gott sei Dank. Carlson, schwimme, mein Freund. Schwimme. Bin ich jetzt wirklich für ein paar Horklumpensaft-Dinger hier? Na. Das hätte ich eigentlich auch wissen können. Das ist wieder typisch. Werde ich wieder enttäuscht hier. Da will man einmal Einsatz zeigen. Und das ist, was man erhält. Einfach, das ist unglaublich hier. Die ganze Zeit das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich es wieder mache. Okay, wir beruhigen uns. Okay, zweiter Anlauf. Yes! Ja, komm mit, mein Freund. Es gibt so viel zu entdecken. Kannst du hier nicht hoch? Kannst du hier nicht hoch, mein Freund? Na gut. Na gut. Was es hier alles gibt. Noch mehr Horklumpensaft. Horklumpsaft, nicht Horklumpen. Ja, komm. Gott sei Dank haben wir den. Ach. Warum finde ich denn nichts mehr, das legendär wäre? Ach, all diese versteckten Dinge sind letzten Endes so irrelevant. Konfringo! Okay, weiter im Text. Gibt's hier noch Spinnen? Wahrscheinlich. Nein. Tatsächlich nur das. Ist das euer Ernst? Jetzt bin ich nur dafür, bin ich hier nach... Ach. Du weißt, da bist du viel zu verwöhnt, wenn du dich darüber aufregst, dass nicht hinter jeder Ecke ein Schatz ist mit einem legendären Gegenstand drin. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es könnten Spinnen kommen. Ich weiß nicht warum, aber... Einfach... Hätte ja sein können. Oh, das war nicht... Komm her. Schädige einen Laura in der Luft. Bist du ein... Ah, du bist ein Laura.
Okay, machen wir. Levioso, Bombarda! Du warst nicht in der Luft, okay. Sie kam keine Sekunde zu früh. Oh. Ja, was willst du mir damit sagen, mein Freund? Willst du dich etwa beschweren? Beschwerden werden nicht angenommen hier. Es werden keine Beschwerden angenommen. Oh, hi. Bist du... Nee, du bist ein giftiger Bote. Confringo! Legioso! Descendo! Du bist ein giftiger Bote, dich nehme ich gar nicht erst ernst. Okay, wo war der Laura? War hier nicht noch was? Okay. Ja, was kommt denn hier wohl? Was? Friere ein wilderer Pirscher ein, während er seinen Angriff vorbereitet. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinem Auge verschwindet. Der wilderer Pirscher, ja. Nee, warte, ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Du kannst dich hier nicht rausrollen. Ach ja? Ich werd's versuchen. Okay. Komm. Komm schon. Ach, wisst ihr was? Hier. Wir räumen erst ein bisschen auf. Okay. Den Sidekick. Wer war das? Ja! Komm schon. Was machst du? Was willst jetzt du wieder? Oh shit. Hier. Fieser kleiner Umhang weht. Könntest du aufhören, Chicken? Zack! Perfekt. Ja, ich hab. Hast du es gesehen? Ich hab den Typen hier ausgeschaut. Das wollte ich eigentlich nicht, aber komm her. Das war für Wolkenschwinge. Exakt, für Wolkenschwinge. Das ist der Sound hier. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr aufnehmen. Okay, wir haben ziemlich was weggeballert hier. Wir müssen uns hier erst wieder zurechtfinden. Okay, hier ist nichts, was? Ja, komm, geh raus. Was soll denn das? Danke. Okay, was ist der richtige Weg? Damit ich in die andere Richtung... Confringo! Globen. Na, supi. Haben wir hier noch... Ah, shit. Gibt's sonst noch was... Sammelnswertes? Woher kam ich denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, nee. Also wartet, das haben wir alles erkundet, richtig? Von da kamen wir. Dann gehen wir in diese Richtung. Der rennt der einfach in die Wand rein. Auf den Unterarmen hochziehen, mein Freund. Phoenix, bin ich überhaupt noch richtig, mein Freund? Könntest du dich mal wieder zeigen? Da ist er. Ja, hi. Sammlung aktualisiert. Kann ich dich einfach einfangen, oder wird das schwierig? Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Vermutlich. Das war einfach. Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Ja, das will ich dem guten Deke auch geraten haben.
Gibt's hier noch irgendwie was Interessantes hier oben? Was war das? Ah, okay, ich hätte auch einfach den Weg. Okay. Na komm, ja, wer hätte denn das gemacht? Also da wäre ja kein Mensch drauf gekommen. Was können diese Wilderer eigentlich? Also, sie verlieren gegen einen Fünftklässler. Untersuchen. Was sollst du untersuchen? Was willst du untersuchen, mein Freund? Oh, shit. Woher kommst du, mein Freund? Dachte ich, es wird ein ruhiges Ende und dann das. Okay, weißt du was? Weißt du was? Du wolltest es so. Du wolltest es so. Ja, gegen euch bringen diese Dinge eigentlich alle nichts. Nee, wartet. Wobei, wenn seine Kleinen da kommen... Ja, da sind sie, die kleinen Sidekicks. Nee, da sind... Okay, wir bleiben... Sorry. Wir bleiben hier beim Klassischen. Hör doch auf! Ah, das war dumm. Da. Könntest du aufhören? Geh nur auf dich. Da! Au! Wer war das? Wer war das? Könntest du einfach sterben? Warum kann ich das eigentlich nur gegen deine Kleinen einsetzen? Dankeschön. Geht ja. Was? Bombarda! Levioso! Descendo! Contrendo! Unglaublich. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, das ist wirklich so. Revelio! Okay, warum bin ich hier gelandet? Das war jetzt wirklich, also das war jetzt nicht gerade nett. Contrendo! Wenn ich das so sagen darf. Wenn ich das so sagen darf. Was ist das? Okay. Akio. Nee. Defulso. Das ist nur die eine Hälfte. Ah. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, was... Was soll denn passieren? Oh! Ist das Schach? Ist das Schach? Will mich hier jemand im Schach herausfordern? Revelio! Sorry, ich muss mir das jetzt ansehen. Was soll ich mit dem Stuhl? Irgendwas kann ich mit dem Stuhl machen. Okay, was haben wir hier? Bauer. Pferd. Bist du der König? Oder bist du die Dame? Das versteht kein Mensch. Revelio. Ringardium Leviosa. Repar. Na gut, okay. Wir haben das versteckte Schachbrett gefunden. Ah, shit. Ja, wir werden schon noch drauf kommen, was das war. Das wird mir sicherlich jemand sagen. Oder eben auch nicht. Aber jetzt gehen wir zu Dieg zurück. Der wartet schon sehnsüchtig auf unsere Rückkehr.
Dick, mein Freund. Was ist mit meinen Pflanzen passiert? Fanden Sie den Phönix? Ja, Dick. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Dick kann es kaum erwarten. Achtung. Und erhebe dich. Das ist ein Vogelhaus. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Nein, Dick, behalte doch du sie. Ich glaube, ich brauche die Phönixfeder, um bestimmte Gegenstände aufzuwerten. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. So sagst du. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Das ist schön, mein Deke Freund. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Deke, du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. Sehen wir uns jetzt gleich kurz an. Warte. Verbesserung anzeigen. Nee. Nee? Shit. Hier, Phönixfeder. Wow! Von 18 auf 36? Ja, das lohnt sich. Nice. Gut. Okay, Leute. Wir haben einen Phönix. Was will man mehr? Zwei Phönix? Na, das ist fair. Das ist fair. Okay, wie auch immer. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part machen wir weiter mit Nebenquests, mit Hauptquests. Wir werden sehen. Bis dahin. Und tschüss.